Listen to me now. Frau Landesrätin, vor 18 Jahren sind Sie in Burgenland gekommen, haben Ressort Frauenpolitik übernommen und jetzt geben Sie die Agenda weiter. Das ist für mich ein Grund, einen Rückblick zu machen. Alles kann man nicht durchgehen, aber gewisse Teile zu besprechen. Gerne. Erste, was ich weiß, vor im Jahr 2000 haben Sie vor Landesrat Peter Reiser übernommen. Ja. Er war zuständig für die Frauenpolitik, ein Mann für die Frauen. Und gleich 2001 haben Sie Frauenberatungsstelle eröffnet in jedem Bezirk. Wie war's? Ja, danke. Das ist immer schön, einen Rückblick zu machen und gleich die nächsten Ziele zu formulieren. Ich habe sehr vieles noch vor, in anderen Bereichen für Frauen zu organisieren, aber aus einer anderen Zuständigkeit heraus. Da gibt es ja schon viele, viele Pläne für die nächsten Jahre. Begonnen hat es, dass damals in der Regierung die ÖVP mit 3, die SPÖ mit 3 und die FPÖ mit einem Regierungsmitglied war und das waren 7 Männer. Und der Landeshauptmann Hans Nissl, damals als neuer Landeshauptmann, hat vor der Wahl gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wieder eine Frau ist. Wenn wir 4 Mandate haben, muss eine Frau dazugehören. Ich war damals erst kurze Zeit im Land. Ich war Landtagsabgeordnete und war davor Jahre im Parlament für das Burgenland. Und ich war dann natürlich sehr überrascht, sehr positiv überrascht, als ich jene war, die der Landeshauptmann gesagt hat, die meisten Vorzugsstimmen hat, soll in die Regierung kommen. Ich war selber überrascht, das war damals nicht mein Ziel. Ich war ja Lehrerin, wollte eigentlich nicht weg vom Beruf, Direktorin meiner Schule in Güssing und 2 Kinder, die ja auch damals weit weg noch von erwachsen waren. Aber ich habe damals über 6000 Vorzugsstimmen erhalten und das ist natürlich schon ein großer Vertrauensvorschuss von den Menschen und vor allem von den Menschen im Südburgenland als Wahlkreis. Und da konnte ich gar nicht anders, als dem Ruf des Herrn Landeshauptmann nach einem Tag Überlegung zu folgen. Und ich habe das nicht bereut. Ich habe zwar gewusst, dass es so ist, wie es jetzt ist, nämlich 15 Stunden am Tag zu arbeiten, aber wirklich was weiterbringen können. Im Jahr 2000 bin ich also im Dezember wie meine Regierungskollegen und der Landeshauptmann angelobt worden und habe mich dann sehr viele Agenden natürlich übertragen bekommen und unter anderem auch Frauenangelegenheiten. Beim näheren Hinschauen habe ich dann festgestellt, da ist eigentlich nichts da, außer ein Familienreferat, wo die Frauen so mitgelaufen sind mit einem Mini-Budget. Und das habe ich natürlich nicht in Ordnung gefunden. Das war im Dezember. Im März, schon 2 Monate später, am 8. März am Frauentag, habe ich dann das Frauenbüro, habe ich es damals genannt, mit dem Herrn Landeshauptmann eröffnet, weil für mich ganz klar war, das muss raus aus der Familie, es braucht eigene Mitarbeiterinnen. Das habe ich dann damals gemacht. Und der nächste Punkt war dann eigentlich schon einige Tage nachher. Ich habe nämlich festgestellt, es sind nicht überall Frauenberatungsstellen. Und ich wollte das nicht, dass beispielsweise genau im Jennersdorfer Bezirk, wo die Frauen die niedrigsten Einkommen damals hatten und die niedrigste Beschäftigungsquote, dass gerade die keine Frauenberatungsstelle haben, das war dann schon der nächste Punkt. Und so habe ich Jahr für Jahr natürlich erst einmal das Frauenreferat und die Frauenagenten versucht, mehr und mehr natürlich mit Aufgaben zu betrauen. Wir haben unglaublich viel machen können. Wie ich habe recherchiert, weiß ich ganz genau, wenn wir gehen auf die Frauenhaus, da waren jede Menge Gegner. Sie haben geschafft, 2004. Wie haben Sie überzeugt, die Gegner, dass sie zustimmen und dass das Frauenhaus eröffnet wird? Naja, als ich dann 2001 an die Arbeit ging, von null startend, habe ich Stück für Stück natürlich dann auch mit den anderen Bundesländern verglichen. Und bei einer überregionalen Frauenkonferenz österreichweit war ich dann wirklich sehr erstaunt, wo das Burgenland steht, nämlich bei fast nichts. Und wo andere Bundesländer stehen vom Level her, was man für die Frauen im Land tun kann. Und ich habe mir damals geschworen, für die Burgenländerinnen nur das Beste. Und eins der Ergebnisse war beispielsweise, dass wir das einzige Bundesland waren, das kein Frauenhaus hatte. Ich bin sofort 2001 daran gegangen, das zu realisieren, hatte große Widerstände in der ÖVP, die damals gesagt haben, wozu braucht es ein Frauenhaus? Wer braucht denn das im Burgenland? Und ich habe schon einige Zeit gebraucht. Und wir haben auch eine andere Art der Finanzierung, musste ich dann suchen. Ich zahle bis heute monatlich an die OSG Miete.
weil ich damals nicht das Geld mit der ÖVP gemeinsam aufstellen konnte, dass wir das Haus bauen, kaufen, es war ein alter Bestand, mit neuem dazu bauend, so zahle ich halt und zahlt das Land 20 Jahre Miete an die OSG. Naja, und glauben Sie mir das, das Frauenhaus war nicht einmal neu eröffnet und schon war es voll. Weil es kann mir niemand erzählen, dass es in Burgenland Frauen gibt, denen es sehr schlecht geht, Kindern, denen es schlecht geht, die wirklich von zu Hause weg müssen. Kein Mensch geht freiwillig gern von zu Hause weg, von seinem Haus, seiner Wohnung, vom Zimmer, all das man liebgewonnen hat, wo man zu Hause ist, aber es war höchste Zeit notwendig. Bis heute, und das ist jetzt viele Jahre her, nämlich 14 Jahre, bin ich jeden Tag froh, dass es mir damals gelungen ist, das Frauenhaus zu errichten. Haben wir heute nur ein Frauenhaus oder haben wir mehrere? Na, das Ganze läuft über einen Verein, da bin ich Gabriele Amberger sehr, sehr dankbar, denn die hat es dann geschafft, sie war damals im Landtag, gemeinsam mit Andrea Gottweiß, dass sie haben den Verein bereits geführt. Wir hatten aber nur ein Sozialhaus in Oberwart, ganz schlecht, das war auch eins 2001, wo ich begonnen habe, das Sozialhaus gemeinsam mit dem Finanzlandesrat Helmut Bieler und dem Sozial- und Gesundheitslandesrat Peter Reser herzurichten, zu adaptieren. Vor einigen Wochen habe ich das neu eröffnen können, das Sozialhaus. Dort geht es um Familien und Frauen, die zu Hause ausziehen müssen, weil sie die Miete nicht zahlen können, weil ein Teil wegstirbt, weil Arbeitslosigkeit und. Aber das Frauenhaus, das hatten wir nicht. Und es gibt jetzt ein Frauenhaus und ein Sozialhaus, das vom Verein die Treppe geführt wird, wofür wir, der Kollege Darabusch und ich, dafür zahlen, dass dort die Frauen und die Familien wohnen können. Sie haben sich viel eingesetzt für die Frauen und speziell für die arme Frauen. Weil da haben Sie eingesetzt, dass es juristische Beratung gibt. Ich habe ein bisschen recherchiert, 2000 zum Beispiel, letzte zwei Jahre. 2016 waren schon 629 Beratungen und 2017 haben wir 615 Beratungen. Wie war das? Naja, es gibt viele juristische Fragen, wo einfach der normale Mensch, ohne dass er Jus studiert hat, nicht mitreden kann. Und viele Menschen und vor allem Frauen haben nicht das Geld, zu einem Rechtsanwalt zu gehen und sich dort beraten zu lassen. Für die wollte ich einfach vor allem, aber auch regional, damit man nicht ewig wohin fahren muss, wer kann das wieder, wer kriegt die Freizeit dazu, das ist oft für manche, weil sie nicht mobil sind, gar nicht möglich. Damit habe ich an allen Frauenberatungsstellen und an Bezirkshauptmannschaften in jedem Bezirk eine Juristin. Das heißt zwei Juristinnen, die ihre Sprechtage haben, zwei im Monat in jedem Bezirk, einmal am Abend für die berufstätigen Frauen und einmal am Tag für die, die während des Tages auch hingehen können. Das war ganz wichtig und Sie sagen richtig, unglaublich, fast 700 Beratungen in einem Jahr, das zeigt wirklich, das ist höchste Zeit notwendig. Und um ein Beispiel zu sagen, ich war sehr schnell konfrontiert damit, dass Frauen über ihre Rechte überhaupt nicht Bescheid wussten, viele nicht, manche ja, aber viele nicht. Da gab es beispielsweise Fälle wie, dass die Frauen nicht gewusst haben, dass ihnen eigentlich für die Arbeit zu Hause wenigstens eine Art Taschengeld, nämlich ein Unterhalt zusteht. Und die haben gar nichts gehabt, die konnten sich nicht einmal ein Kleid kaufen, ohne nicht zu fragen. Und da schaut die Judikatur ganz anders aus. Steht jeder Frau zu Hause zu, dass sie sich ihren Aufwand, den sie für sich selber braucht, dass sie dein Geld von dem Teil, der verdient, natürlich zusteht. Da gibt es aber hunderte verschiedene Dinge. Mir war nur der Ansatz wichtig für jede Burgenländerin, dass sich keinen Rechtsanwalt leisten kann, dass sie vor Ort in ihrem Bezirksvorort eine juristische Beratung hat und das anonym und kostenlos. Das ist perfekt. Aber davor kommen wir jetzt zu was Fröhliches. Nicht nur, dass Sie Frauenhaus, juristischer und ganz anderes versorgt haben, Sie haben aber die Frauen in den Vordergrund gestellt. Sie haben sie eingesetzt für die, dass die Frauen bekommen Rosa-Jochmann-Preis und sie stellen ihre Räumlichkeit für die Bilderausstellungen und Skulpturen. Weitere Bild, die Frauen zu zeigen, was die können? Genauso ist. So wie Sie zeigen, was Sie können, gibt es viele Burgenländerinnen, die viel drauf haben. Kreativ, unglaublich fleißig. Nur sie brauchen, jede Frau im Burgenland braucht ihre Chance. Und da ist entstanden, sind zwei Dinge entstanden. Das erste, als ich da in das Büro, wo ich ja mehr oder weniger mehr lebe als zu Hause, weil ich viel arbeiten muss, ausgestaltet habe im Jänner 2001,
hat mir damals meine Büroleiterin eine gute Idee gebracht. Die hat gesagt, Frau Landesrätin, was ist es, wenn du da Frauen ausstellen lässt? Und ich habe diese Idee dann weiterverfolgt und seit 2001 gibt es den Frauenkunstraum. Und das war ganz, ganz wichtig. Seitdem haben unglaublich viele Künstlerinnen ausstellen können, die schon Bedeutung haben, aber dreimal so viele Frauen, die Unglaubliches können, aber nie die Chance haben, dass sie irgendwo ausstellen. Und jede braucht ihre erste Chance, dann kann sie schon sagen, ich habe im Büro der Frau Landesrätin ausgestellt, das hilft. Und damit möchte ich eigentlich die Frauen vor den Vorhang bitten. Und das Zweite war, dass es viele Auszeichnungen gibt, aber wenige für Frauen. Und das war der nächste Punkt, dass ich begonnen habe, den Frauenpreis jedes Jahr auszuschreiben, vor allem für Frauen, die nicht so alltäglich ihr Leben leben, sondern die auch andere Dinge oft probieren müssen. Beispielsweise eine Dame, wo der Mann gestorben ist und sie ist da gestanden mit Kindern und einem Fuhrpark und hat mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Und viele andere mehr, also Frauen in untypischen Bereichen. Und jedes Jahr habe ich jetzt diese letzten Jahre einer Frau den Rosa-Jochmann-Preis überreichen können, weil Rosa Jochmann auch so eine unglaubliche Kämpferin war, einer der ersten Nationalratsabgeordneten, die sich für Arbeitnehmerinnen eingesetzt hat beispielsweise, dass man nicht 12 und 14 und 15 Stunden am Tag arbeiten muss, sondern 8 und die ist eingesperrt worden dafür und so weiter. Und die ist für mich einfach ein Vorbild, daher jedes Jahr den Rosa-Jochmann-Preis. Wie viel ich weiß, Sie wollten sich nicht abfinden, dass das genau geteilte Frauenberufe, Männerberufe. Mhm. Und da haben Sie eine Frauenkunsthandwerk erschaffen. Ja, ich habe eigentlich in diesem Bereich sehr, sehr viel gemacht. Und zwar habe ich begonnen damit zu sagen, wenn Frauen das so gut können, nämlich kreativ sein und vieles erzeugen, sollen sie auch eine Bühne haben, wo sie das verkaufen können. Und ich habe begonnen damals vor ein paar Jahren mit dem ersten burgenländischen Frauenkunsthandwerksmarkt. Und es waren dann plötzlich über 1000 Menschen da, ich vergiss das nie, wie die hereingestürmt sind, die hier eingekauft haben. Und ich habe begonnen damals mit 50 Ausstellerinnen, ganz breit, vom Papier, Kartonagen können bis hin zu anderen Kunstwerken oder beispielsweise zu regionalen Produkten, die sie erzeugt haben. Und es ist so gut angekommen, dass ich dann beschlossen habe mit dem Frauenreferat gemeinsam, dass ich immer wieder hervorheben muss, weil die haben die Arbeit begleitend gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen mindestens 2 Tage, mittlerweile haben wir an die 2500 Besucherinnen von Frauenkunsthandwerksmärkten und die Frauen haben dort Unglaubliches können und kriegen auch Geld dafür, was ihnen auch zusteht. Sie haben in Ihren 18 Jahren viel geschaffen, ich könnte 5 Sendungen machen mit den Fragen, aber eine Frage habe ich noch und zwar, ich weiß, Sie sind für die Gesundheit, das ist Ihre Aufgabe, Sie schauen auf die Frauen. Und Sie haben eine der größten Veranstaltungen im Burgenland in Leben gerufen, die Frauenlauf. Ja, Frauen haben ganz einfach, wie sie halt ticken, wie wir alle ticken, eins im Ziel, viel arbeiten, viel tun, für alle was tun, aber sie vergessen immer auf sich selber. Vor lauter, ich bin für die Familie da, ich bin für andere da, im Beruf gebe ich 120%, vergessen sie oft die Work-Life-Balance. Man muss ein Leben lang gesund bleiben, man muss ja auch lange arbeiten. Und daher habe ich viele Initiativen da gestartet, unter anderem eben auch den Frauenlauf. Muss aber immer dazu sagen, wie man mir ansieht, ich bin auch nicht die Sportliche, auch Nordic Walking, auch für die durchschnittliche Hausfrau, die vielleicht nicht läuft, für beide, nämlich für die Sportlerinnen, aber auch für jene, die nicht so sportlich sind, den Nordic Walking Parcours und habe begonnen vor vielen, vielen Jahren, mittlerweile voriges Jahr der Rekord in Bad Tatzmannsdorf, mit über 1000 Läuferinnen. Ich sage Ihnen, heuer am 17. Juni werde ich gemeinsam mit der Frau Landesrätin Eisenkopf weitaus mehr als 1000 begrüßen können, weil wir haben täglich Anmeldungen. Aber vieles andere auch, wie eine Frauenmesse für Gesundheit, habe ich ins Leben gerufen, wo man dann, wo auch unglaublich viele Teilnehmerinnen waren und so weiter. Und das ist natürlich schon sehr wichtig. Und jetzt im Mai werde ich gemeinsam mit meiner Regierungskollegin dann ein weiteres Projekt, das ich in den letzten Jahr mit dem Kollegen Darabusch ausgearbeitet habe, nämlich, dass wir auch zu jenen Bundesländern gehören, die ein Frauengesundheitszentrum haben. Das werde ich gemeinsam mit Astrid Eisenkopf im Mai noch vorstellen. Ganz wichtig, und das möchte ich aber noch erwähnen, war natürlich in all diesen 18 Jahren, waren wir genauso die Mädchen.
So vieles beginnt schon im Mädchenalter. Und da war eigentlich auch nichts da. Und da habe ich begonnen, mittlerweile habe ich 26 Mädchenprojekte. Viele sind von anderen Bundesländern abgeschaut und nachgemacht worden. Überhaupt kein Problem damit. Da habe ich eine ganz tolle Partnerin, nämlich die Jutta Zagler, gefunden. Und es gibt seit 2002 Mononet und einige Jahre später auch das Monomobil, wo wir vor die Schulen fahren, mit den Mädchen reden. Da geht es von Sexualität bis zur Berufsorientierung, bis hin, wo so ein Mädchenleben halt anbelangt, bis hin zu Berufsfindungswochenenden. Und das Größte, was mir sehr wichtig war, ich habe dann auch eine Mädchenmesse gemacht. Und jetzt habe ich seit vielen Jahren eine Bibi, die zweitgrößte Bildungsinformationsmesse österreichweit, nach der Best in Wien, habe ich zu Wege gebracht. Auf das bin ich sehr stolz, weil es darum geht, dass Mädchen und Burschen rechtzeitig wissen, da gibt es hunderte Berufe und ich suche mir den richtigen für mich heraus. So wie ich habe gesagt, es gibt so viele Projekte, sie könnte fünf Sendungen machen. Ja, ein Frauenleben ist mir wichtig, das wird auch so bleiben. Das sehen wir. Trotzdem, Sie haben sozusagen Zepter an die Frau Landesrätin Eisenkopf übergeben. Viele haben gesprochen, ob Sie sie zurückziehen von der Politik. Ich weiß, dass das stimmt nicht. Wo werden Sie sich jetzt meistens konzentrieren? Naja, ich habe, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, als ich vor 2,5 Jahren das Riesenlandwirtschaftsressort inklusive Jagd, Fischerei und übernommen habe. Es sind natürlich in den letzten Jahren, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin für Konsumentenschutz, für Dorfernährung, für Schuldnerberatung, Konsumentenschutz und zuständig. Und da sind vor allem schon auch die einzelnen Dinge ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich denke, gerade Frauen, das ist ein Leben für mich, das ist mein Lebenswerk. Ich arbeite ja nicht erst seit ich bezahlt kriege dafür, sondern eigentlich seit meinem 20. Lebensjahr für Frauen und Mädchen. Das möchte ich nicht, dass das zu kurz kommt. Und daher, ich habe jetzt erst beispielsweise, wie gesagt, auch die anderen Dinge sind zu kurz gekommen, seit 1. April den Vorsitz der Agrarreferentenkonferenz Österreich übernommen. Ich bin die erste Agrarlandesrätin österreichweit. Damit bin ich auch schon wieder als Frau ein Vorbild. Da bin ich auch sehr stolz darauf. Und das ist mir auch wichtig. Jetzt bin ich auf einer anderen Seite Vorbild, nämlich Agrarlandesrätin. Ich möchte was weiterbringen. Und ich bin sicher, die Astrid Eisenkopf ist eine tolle Regierungskollegin. Ich bin froh, dass wir jetzt zu zwei Frauen sind, dass sie das gut weiterführt. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf meine anderen Dinge auch, die sehr, sehr wichtig sind, aber ich möchte nicht, dass etwas zu kurz kommt. Ich habe mir sehr viel vorgenommen schon für die nächsten Jahre. Gerade das Programm Ella ist so groß. Wir haben über 400 Millionen. Andere, die beiden anderen, ESF und EFRE, sind über 80 Millionen, nur dass man einen Vergleich hat. Und da ist so viel für das Land am Leben drinnen und ich werde für die Frauen in dieser Weise natürlich weiterarbeiten können und mein Herz brennt für Frauen, bis ich meine Augen schließe. Das wissen wir. Das war ein kleiner Rückblick auf die Frau Landesrätin Verena Dunst, ihre Ressort Frauenpolitik. Die ausführliche Bericht, was Sie alles gemacht, sehen Sie bei unserer Pressekonferenz, was wir auch übertragen. Ihnen bedanke ich für die Zeit, dass Sie sie genommen. Und gerne. Erfreulich werden wir weiter berichten über Agrarressort. Ja, ich freue mich, da wird es vieles zu berichten geben. Alles Dankeschön. Gute auch Ihnen.